Nachdem ich mich in den letzten 2 Monaten kaum mehr um mein Lieblingsgenre kümmerte und ich noch passendes Gameplay für mein nächstes Video brauche, ich muss wegen mangelnden Speicherplatzes die Videoaufnahmen, die ich schon in einem Video verarbeitet habe, direkt wieder löschen. Wäre es anders, hätte ich das Problem gar nicht erst mit diesem ich brauche passendes Gameplay-Material für mein nächstes Video, das womöglich nicht ums Gaming geht. Und für einen saftigen Fünfer griff ich zu und war doppelt hyped, weil ich gesehen habe, dass vor kurzem erst ein kostenloses DLC nachgeschoben wurde. Das Spiel, um das es sich handelt, heißt The Chant. Und ich habe wirklich keine Ahnung, um was es in dem Spiel geht. Ich habe keinen Trailer davor geschaut. Ich habe nur den lieben Wolf kurz zugehört, wie er über das Spiel labert. Jedoch nicht ganz, weil mir dann doch klar wurde, ich habe selber Bock auf das Spiel. Obendrein sah ich auch noch ein paar Bilder, sowie das Spielecover. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das sieht einfach geil aus. Bin ich so dumm und bringe nach den letzten 2 Videos, die wirklich gut ankamen, ein Video, das wirklich niemanden interessieren wird und fix somit meinen Algorithmus? Ja, werde ich es bereuen? Vermutlich. Aber ich habe unnormal Bock drauf. Was soll ich tun? Fick dich, YouTube. The Chant ist ein Indie-Spiel eines kleinen kanadischen Entwicklerteams namens Grass Token. Sie setzten sich aus einigen anderen Entwicklerteams zusammen und meinten, sie haben eine ganz eigene Version von Videospielen, die sie umsetzen möchten. The Chant ist das erste Spiel, das sie veröffentlichten und auf Steam kommt es nur mittelmäßig an. Und auf Metacritic liegt das Spiel im oberen mittleren Bereich. Und dem würde ich auch so zustimmen, wenn man das kostenlose DLC wegnimmt. Das wenige, was ich zuvor von dem Game sah, gab mir das Gefühl, es sei so ein künstlerisches und herrlich absurdes, durchgedrehtes Game. Künstlerisch ist es ein wenig. Absurd ist es, aber nur zum Schluss. Also wirklich zum Schluss. Der Endboss. Aber dazu kommen wir später. Ganz am Anfang bekommt man eine Szene gezeigt, wie das Spiel endet. Zumindest glaubt man das, wenn man die Szene sieht. Und ich, oh Gott, ich weiß nicht, warum man sowas macht. Bei einer meiner liebsten Filme, die Auslöschung, ebenfalls. Anfangs sieht man, wie sie über ihre Erfahrung berichten. Und dann sieht man im weiteren Verlauf des Films, was passierte. Ich hasse sowas. Nachdem wir der Dame bei ihrem Doppelkill beobachteten, bekommen wir eine Szene präsentiert, die nun in der Gegenwart spielt. Falls ihr es nicht selbst schon lesen konntet. Schön, oder? Und das ist so im ganzen Spiel. Als sich Chaz, so der Name von ihr, auf der Brücke dehnt, sieht sie vermeintlich eine Leiche im Wasser. Man hört eine Stimme und die Leiche ist wieder weg. Man weiß also, in der Vergangenheit ist irgendetwas passiert, für das sie sich die Schuld gibt. Oder so ähnlich. Und noch beim Heimweg ruft sie ihre beste Freundin Kim an, die in einer Sekte Mitglied ist. Und bittet darum, mal dort reinschauen zu dürfen. In der Hoffnung, es würde ihr mental helfen. Und ja, man sieht dem Spiel an, dass es ein Indie-Spiel ist. Das finde ich aber vollkommen in Ordnung. Ich habe eher andere Probleme mit dem Spiel. Unter anderem nimmt sich das Spiel in die Hand, wie ich es selten bei einem anderen Horror-Game gespürt habe. Direkt am Anfang. Man folgt Kim, die uns zum Hauptsitz der Sekte bringen möchte. Und zu Anfang soll Chaz ihren geschriebenen Brief, der sich an die zukünftige Chaz richtete, erst einmal in einen Briefkasten werfen. Kim sagt, yo, ich warte hier, bring du den Brief erstmal weg. Es gibt nur einen Weg und dort steht ein Schild. Post. Das ist der einzige verdammte Weg. Und das ist so im ganzen Spiel. Die offensichtlichsten Sachen werden noch mit großen Schriften, Schildern oder Dialoge unterstrichen, sodass du dich ja nicht verlaufen kannst. Bei nur diesen einen Weg, den man gehen kann. Generell muss ich sagen, das Spiel ist zu sehr ein Spiel. Verstehst du nicht? Lass es mich dir erklären. Ich hatte ziemlich lange Zeit das gleiche Problem mit The Evil Within. Es verfolgt eine ernste Story, beinhaltet aber sowas wie große Items zum Aufsammeln, Upgrades, um deine Fähigkeiten zu verbessern. So ist es auch bei The Chant. Bei einem richtigen Horrorspiel, das sich ernst nimmt, stört das ganz klar die Atmosphäre. Ich kann das Spiel nicht richtig ernst nehmen, wenn das Spiel an jeder Ecke mich darauf aufmerksam macht, dass es ein Spiel ist. Yo, vergiss nicht deine Fähigkeiten abzugraden. Yo, siehst du nicht das Item da? Nein? Dann lasse ich es stark glitzern, sodass du es überhaupt nicht übersehen kannst. Bei solchen Spielen wie The Evil Within, zu dem ich, by the way, auch ein gutes Video gemacht habe. Oder The Chant möchte ich, dass es gemacht wird, wie zum Beispiel bei dem Horrormeisterwerk Silent Hill 2. Stellt euch vor, in Silent Hill 2 würde man Erfahrungspunkte bekommen und ein Skilltree. Oder übergroße, glitzernde, leuchtende Items, die auf dem Boden liegen. Ich persönlich muss sagen, sowas hat nichts in ernsten Spielen zu suchen. Haben wir den Brief eingeschmissen, werden wir nun zum Hauptsitz der Sekte geführt. Und ich werde erstmals ein wenig glücklich, das Spiel zu spielen. Denn wie ich einst sagte, ich muss zugeben, ich habe eine Schwäche für Kulte und Sekten, die irgendwas Obskures anbeten. Und im Laufe des Spiels sieht man immer mal wieder bestimmte Symboliken, Kirchen, Opferungsstätten und verrückte Gläubige. Gibt mir das als Story? Und ich bin glücklich. Ja, ich liebe es, wenn es in Horrorgames um Sekten geht. Generell das Thema Religion im Bereich Horror finde ich sehr geil. Hier lässt die Begeisterung allerdings schnell wieder nach, weil das Thema Sekte dann doch nicht so groß ist, wie man es vermutet. Klar ist es das Hauptthema, aber größtenteils verbringst du deine Zeit damit, sinnlos irgendwo rumzulaufen. Du tust die ganze Zeit Dinge, die sich absolut unwichtig anfühlen. Und man bekämpft Gegner. Das Kampfsystem ist leider übel Arsch. Ich weiß, viele mögen es nicht, wehrlos in einem Spiel zu sein.
und man muss vor Feinden wegrennen. Aber das habe ich um einiges lieber als so ein schwammiges, unfertiges Kampfsystem wie hier. Der Aimpot fühlt sich irgendwie verzögert an. Die Gegner haben einen Lebensbalken, der unpassender nicht hätte sein können. Und man bekämpft Gegner mit komischen Rauchkräutern. Und das ist irgendwie super komisch. Gerade wenn man gegen krasse, muskulöse Viecher kämpft. Aber wie mit den anderen Ungereimtheiten, gewöhnt man sich daran. Und wenn das Kämpfen nicht ganz so häufig vorkommen würde, würde es ja auch gar nicht so schlimm sein. Außer das Ausweichen. Wenn man ausweicht, fällt man hin. Ich meine, ja, das soll zeigen, dass Chaz halt unbeholfen ist und sie sowas noch nie gemacht hat. Aber es sieht halt schon sehr komisch aus, wenn man dann in einem Kampf 20 Mal hinfällt. Und außerdem erscheinen Viecher nur, wenn man sich im Nebelbereich befindet. Dort schwindet allerdings auch deine Psyche. Ist deine Psyche weg, kannst du auch nicht mehr kämpfen. Was eigentlich nicht so oft auftreten würde, würde es nicht diese verfickten Monster geben, die dir zusätzlich die Psyche rauben. Das ist so eine nervige Entscheidung. Jedes Mal gehst du in den Kampf mit einem Auge auf den Feind, um dich rechtzeitig stolpern zu lassen. Und mit dem anderen Auge schaust du auf deine drei Balken unten. Ob sie nun leer gehen, wie lange du noch kämpfen kannst. Und ist dein Psyche-Balken weg, kannst du mittels Meditation ihn wieder auffüllen. Allerdings zieht es dann noch etwas von deinem Geisterbalken ab. Und das ist so dumm geregelt, dass überall Tische stehen, wo ein Kristall draufsteht, der die gerade so viel Geisterbalken wiedergibt, dass du deine Psyche wieder aufladen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand für ein gutes System hält. Als Chaz dann im Lager ankommt, wird erstmal ein wenig geplaudert. Und bevor es zum ersten Ritual kommt, und das gerade mal ein paar Stunden, nachdem Chaz überhaupt angekommen ist und immer noch starke Bedenken gegenüber der ganzen Sache hat, müssen wir erstmal noch ein wenig mit den Mitgliedern reden. Was sich erstmal ziemlich okay anhört, weil man so an Informationen kommt. Aber in dem Fall bringt es nicht viel. Man bekommt mehr Informationen, wenn man die Zettel liest, die im ganzen Spiel verteilt sind. Die Gespräche mit den Charakteren fühlen sich ganz oft nichtssagend an, selbst wenn sie etwas Wichtiges zu erzählen haben. Nachdem man ein wenig mit den Leuten geredet hat, kommt es wie zuvor schon gesagt direkt zum Ritual. Wir bekommen einen Tee serviert, wir trinken ihn und auf einmal wird uns schwummerig. Und aus dem Nichts rastet Kim aus und unterbricht den Kreis, was sie wirklich nicht hätte tun dürfen. Und alles versinkt in Chaos und das Spiel beginnt. Und das passiert alles so schnell, du weißt überhaupt nicht, was dir geschieht. Und ja, du kannst die Vermutung setzen, dass da in der Vergangenheit irgendwas mit Kim war, aber irgendwie lässt mich das alles kalt. Generell, alles, was im Spiel gesagt wird, weckt bei mir nicht die Emotionen, die es hätte wecken sollen. Irgendwann in einer sehr emotionalen Szene, wo alles wirklich aufgeklärt wird, das voll krass sein soll, fühle ich mich danach genau wie zuvor. Und ich denke mir nur, okay, weiter. Und das ist schade. Und genauso fühlt es sich mit der Musik an. Die Musik wäre gern mehr, als sie tatsächlich ist. Ich glaube, die Entwickler wollten so einen geilen, düsteren Sims-Sound erschaffen, der definitiv zur Atmosphäre beigetragen hätte. Aber manchmal hört sich der Sound überhaupt nicht passend an. Oder manchmal ist auch einfach zu viel Musik da. Man hat nicht mal Zeit, über etwas nachzudenken. Die Musik möchte dir vorgeben, was du zu fühlen hast. Ich liebe Musik in Spielen. Ein guter Soundtrack ist auch unfassbar wichtig. Aber nicht, wenn er so BÄM in deine Fresse ist. Manchmal ist weniger mehr. Und wenn man nicht komplett auf Musik verzichten möchte, dann wenigstens doch etwas leicht, sanftes, kaum hörbares im Hintergrund. Und außerdem gibt es den Soundtrack auf YouTube nicht. Heißt, ich kann ihn mir nicht runterladen, heißt, ich kann ihn nicht im Hintergrund laufen lassen, heißt, ihr müsst mit meinem Standardkram wieder klarkommen. Und dann beginnt das alles irgendwie. Du findest Kim wieder und bearbeitest sie. In einem sehr weirden Kampf, in dem du ihren Kopf auf Kerzen drücken musst? Dann liegt sie verletzt in einer Kuppel, wo sie dann auch bis zuletzt bleibt. The Chant hat 6 Kapitel. Heißt, du gehst 6-mal irgendwo hin, nur um dann wieder zu Kim und Hannah zurückzukehren. Und nichts passiert. Deine beste Freundin liegt im Sterben und du gehst erstmal auf Erkundungstour. 6-mal. Okay, wollt ihr es dennoch spielen? Dann pausiert es lieber das Video. Schiebt es in den Nebentab und holt es wieder zurück, nachdem ihr das Spiel beendet habt. Und dann schaut es nochmal von ganz von vorne an. Gegen Ende nimmt das Spiel ein bisschen Fahrt auf, was mir ziemlich gefallen hat. Aber an einigen Stellen wird dann wieder ins Gesicht gedrückt, beziehungsweise es fühlt sich halt so an, als würden manchmal einfach Sachen fehlen. Hier zum Beispiel führt uns Hannah zu einem wichtigen Gegenstand, den wir brauchen, um das alles hier zu beenden. Es wird sich über Tyler unterhalten, der Sektenführer, und Hannah erzählt, dass er ihr Leben vollkommen verändert hat. Sie durch ihn ein besserer Mensch wurde und dass sie ein Verhältnis haben. Kurz davor waren wir, also Chaz, bei ihm im Zelt und haben einige Unterlagen durchwühlt, wo unter anderem drin stand, von Tyler selbst geschrieben, Hannah ist ein besonderer Fang. Lenkbar, ein Fußabtreter und mit einem Vermögen von 1,2 Millionen Dollar. Und als wir das Hannah erzählen... Tyler hat sich zu allen Notizen gemacht. Stand da vielleicht auch etwas über mich drin? Ja, Fußabtreter und 1,2 Millionen in Ersparnissen. Nichts? Einfach nichts? Gut, am Ende stellt sich auch heraus, dass Hannah ganz andere Absichten hat. Vielleicht wusste sie auch schon von der Denkweise von Tyler und hat deswegen nicht darauf reagiert. Aber dennoch muss man doch irgendwie darauf reagieren, oder nicht? Und solche Situationen kommen öfters vor, wo die Leute einfach nicht angemessen reagieren oder einfach gar nicht reagieren. Und wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, wird es gegen Ende herrlich absurd. Also der Endboss halt. In den 6 Kapiteln geht es jeweils um ein Mitglied der Sekte, die dann immer am Ende des Kapitels draufgehen. Der Endboss ist dann einfach mal eine Zusammensetzung der Köpfe der Toten. Und das ist
unfassbar geil. Wäre das Spiel kontinuierlich auf dem Level, wäre das Spiel trotz beschissenen Kampfsystem ein unfassbar geiles Spiel. Der Endboss hat mir richtig viel Spaß gemacht und ist somit auch ganz klar das Highlight des Spiels. Nachdem wir den Boss besiegt haben, steigen Kim und Chaz in ein Boot und fahren nach Hause. Also fast, sie werden verschlungen am Ende. Und das war's. Aber was sollte das jetzt mit der Schwangerschaftsszene am Anfang? Chaz ist nicht schwanger und bringt sich auch nicht um. Aber vielleicht wird es ja im kostenlosen DLC behandelt, was vor kurzem erschienen ist. Ja, der DLC ist Arsch. Das DLC legt den Fokus aufs Kämpfen. Hey, wie kann man ein Spiel noch uninteressanter machen? Man legt den Fokus komplett aufs Kämpfen? Das nicht funktioniert? Richtig, mein Junge. Nee, sorry, aber das spiele ich nicht. Ich habe auch versucht, einfach durchzurennen, um wenigstens die Story mitzunehmen. Aber es sind wirklich absurd viele Monster überall platziert und manche muss man auch einfach besiegen. Darauf habe ich keine Lust. Auch wenn die Umgebung hier schön surreal ist. Schade eigentlich. Sie sind wohl auch in einer anderen Dimension gelandet, soweit ich das noch mitbekommen habe. Auf die Story habe ich eigentlich schon Bock. Ich habe mir auch überlegt, wenigstens ein Let's Play dazu anzuschauen, weil ich halt eigentlich schon wissen will, wie der Bums hier endet. Aber ich habe auch ehrlich keinen Bock darauf. Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich hierzu ein ganz großes Lore-Video machen, so mit Hintergründen und die Entwicklungsphase und alles Mögliche, so wie ich es halt generell mache. Aber es ist so wie bei Atomic Heart. Ich kann mich dafür nicht begeistern, egal wie sehr ich es versuche. Aber ich wollte dennoch über das Spiel reden. Warte mal. Ich habe gerade die Anfangsszene nochmal gesehen. Ich glaube, das ist gar nicht Chaz, die man am Anfang sieht. Ich glaube, das ist einfach eine namenlose Person. Es wird nirgends ihr Name genannt. Und auch so wird die Szene nie wieder aufgegriffen. Gut, jetzt bin ich noch mehr verwirrt als zuvor. Abschließend kann ich nur sagen, ich persönlich hätte mir viel mehr Story gewünscht. Viel mehr Charaktertiefe. Mich hat jeder Tod der Charaktere einfach kalt gelassen. Einige Passagen wurden auch zu schnell erzählt, um auch nur irgendwie Tiefe aufzubauen. Und manche Passagen haben sich einfach unnötig angefühlt. Eigentlich schon fast alle. Es fühlt sich an, als hätten die Entwickler sich nicht getraut, das zu machen, was sie wirklich wollten. Womöglich liegt das ja auch am Publisher, Prime Matter. Man weiß es nicht. Oder sie hatten nicht wirklich Zeit, um das, was sie machen wollten, richtig umzusetzen. Immerhin besteht das Entwicklerteam ja auch nur aus 12 Leuten. Bei so einem Setting und bei so einer Story hätte ich mir dann doch von allem ein bisschen mehr gewünscht. Mehr Gewalt, auch mehr von der Ausnutzung der Menschen dort. Für mich auch gern absurdere Kreaturen, so wie der Endboss. Der war hervorragend. Würden sie zu allem nochmal plus 10 Absurdität raufhauen, wäre es ein wirklich gutes Spiel geworden. Ich meine, einige Szenen fand ich auch tatsächlich gut. Was haben sie gesagt? Die Wahrheit. Ich habe Tyler von Anfang an gesagt, dass du schlechte Energie mitbringst. Naja, The Chant ist das erste Spiel von Brass Token und ich sehe in ihnen großes Potenzial. Sie schaffen es, eine Welt zu erschaffen, die eine Geschichte erzählen möchte. Jedoch mangelt es halt, zumindest bei dem Spiel, bei der Umsetzung. Aber wie man so schön sagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und als Erstlingswerk finde ich es vollkommen in Ordnung. Und hast du die Möglichkeit, wie ich, das Spiel für einen kleinen Fünfer zu erwerben, kann ich es auch empfehlen. Ich finde die Anfänge von Entwicklern immer sehr interessant und ich hatte zwischenzeitlich ja auch meinen Spaß mit dem Spiel. Und ja, das hat sich jetzt alles sehr negativ angehört, aber ihr wisst ja, Dinge zu kritisieren fällt leichter als Gutes zu nennen. Ja, hör auf dich zu wiederholen. Hau da rein. Okay, wollt ihr das Spiel dennoch spielen? Dann Pause. Alter, was zum Fick ist jetzt los? Okay, wollt ihr dennoch das... Das ist unglaublich. Wow. Daran habe ich jetzt 5 Minuten ungelogen 5 Minuten gesessen. Für diese 3 Sätze, Alter. Ich bin so schlecht vor der Kamera. Das ist unglaublich. Perfekt. Jetzt nur noch das mit dem... Also, nicht das, sondern Daumen und so.